Als Studienstandort der Internationalen Studien- und Berufsakademie, kurz ISBA, bietet der SWS Campus am Ziegelsee ausbildungsintegrierte und berufsbegleitende Bachelor-Studiengänge an, wie beispielsweise Physiotherapie und Logopädie. Es gibt zahlreiche Vorteile eines Studiums auf dem Campus am Ziegelsee. Zum einen bietet dieses wissenschaftliche Grundlagen für eine Tätigkeit im Bereich des wissenschaftlichen Arbeitens sowie im Gesundheitsbereich. Zum anderen erfolgt eine umfangreiche, spezifische Ausbildung in vertiefenden Modulen. Für uns als Studienbegleitung ist es einfach die größte Herausforderung, sie genau darauf vorzubereiten, ihnen die fachliche Breite mitzugeben, aber natürlich auch in gewissen Feldern Spezialisierungsthemen anzubieten. Das tun wir im Bereich des Studiums im Kontext der Gesundheits- und Therapiewissenschaft, aber eben auch in der Sportwissenschaft. Und hier ist unser besonderes Steckenpferd, dass wir die Physiotherapie im Kontext onkologischer Erkrankungen betrachten, also Krebserkrankungen. Die Physiotherapie ist ein spannendes Berufsfeld, das viele Entwicklungschancen und Zukunftsperspektiven bietet. Als Bewegungsexperten sind Physiotherapeuten gefragter als je zuvor auf dem internationalen Arbeitsmarkt. Das liegt daran, dass dieser therapeutische Beruf ein unverzichtbarer Bestandteil des Gesundheitssystems ist. Vielfältige und moderne Arbeitsfelder finden sich unter anderem in Krankenhäusern, Reha-Einrichtungen, Fachpraxen und selbstständigen PT-Praxen. Auch das zukunftsweisende Studium der Logopädie wird auf dem Campus am Ziegelsee angeboten. Ja, insbesondere werden die Studierenden natürlich mit wissenschaftlichen Methoden ausgestattet, um dann im Beruf gut bestehen zu können. Sie erhalten eine umfassende Ausbildung auch im Bereich Gesundheitsmanagement. Sie sind also für Leitungsfunktionen besonders geeignet. Was eine Besonderheit an unserem Campus ist, dass sie in einem spezifischen Modul ein recht junges Störungsbild, die Dysphagie, ganz intensiv behandeln. Weitere vertiefende Module des Studiums behandeln spezifische Störbilder wie Lippen-Kiefer-Gaumenspalten sowie den Einsatz von Unterstützerkommunikation. Insbesondere das berufsbegleitende Studium gewinnt vor dem Hintergrund der zunehmenden Akademisierung von Gesundheitsberufen an Bedeutung. Auf dem Campus am Ziegelsee wird daher vom Wintersemester 2021 ein weiterer Studiengang im Bereich Organisations- und Sozialpädagogik eingeführt. Inhaltlich geht es vor allem um Sozialmanagement, um Organisationspädagogik, um all das, was man als Führungskraft braucht, um das Erschließen von Handlungsfeldern und das genaue Beschreiben von Handlungsfeldern der Sozialpädagogik, aber natürlich auch um den Umgang mit Personal, also in Organisationen. Dieser Studiengang richtet sich vor allem an fertige Erzieher, die eine Führungslaufbahn einschlagen wollen. Einige Anteile der Ausbildung sind digitalisiert, was das Studium neben dem Beruf deutlich erleichtert. Weitere Informationen zu den verschiedenen Studiengängen an den SWS-Schulen auf dem Campus am Ziegelsee finden Sie unter www.sws-schulen.de/studium.